Industrie 4.0, die vierte industrielle Revolution, ist Thema der Hannover Messe 2014. Partnerland sind in diesem Jahr die Niederlande. Firmen von dort sind Weltspitze bei der Automatisierung mittelständischer Firmen, zum Beispiel mit Robotern. Die Hannover Messe ist eine horizontale Industrieplattform. Das heißt, sie deckt alle Industriezweige und Sektoren ab. Deswegen ist es wichtig, dass ein Partnerland diese Philosophie versteht. Die Niederlande haben sie verstanden. Und da freuen wir uns drüber. Sie zeigen sich in einem Zentralpavillon als Land mit vielen anderen Themen, die wir kennen aus den Niederlanden. Aber sie zeigen sich in den einzelnen Industriesektoren. Und so funktioniert es. Die Industrie ist heute nicht mehr unabhängig, sie ist abhängig von verschiedenen Lösungen. Wenn Sie einen Maschinenanlagenbau betreiben, brauchen Sie Robotiklösungen, Sie brauchen Sensorik, Sie brauchen Dienstleistungen, Sie brauchen Zulieferer, Sie brauchen Energiespezialisten. Alles das geht Hand in Hand. Und da zeigen die Niederlande, dass sie in all diesen Sektoren stark sind und aufgestellt sind. Und das ist eine wunderbare Präsentation, die die Niederlande dort machen. Insofern ist das Partnerland eine große Chance für die Niederlande zu zeigen, was darüber hinaus noch da ist. Das ist eine ganze Menge. Wenn Sie die Handelsbeziehungen alleine anschauen, im europäischen Raum sind die Niederlande mit in den führenden Kreisen. Wenn wir auf die Technologien schauen, sind die Niederlande im Bereich der Industriezulieferung, im Bereich Forschung, im Bereich der Energien, erneuerbare Energien insbesondere führend. Und ich war selbst als Kosmopolit und Deutscher überrascht, wie viele Erfindungen ja auch in den Niederlanden gemacht wurden. Wenn man an die Kassette denkt, wenn man an das Wireless denkt, das sind alles Technologien, die weiterentwickelt wurden in den Niederlanden. Und das Thema Wireless zeichnet sich heute auch im Top-Thema der Hannover Messe im April wieder Integrated Industry 4.0. Und da haben die Niederlande, die Unternehmen hier eine führende Rolle. Industrie 4.0, auch Integrated Industry genannt, ist die Kombination zwischen den klassischen, traditionellen Anwendungen im Maschinenbau, in der Produktion und den neuen Lösungen in der Vernetzung, in der Steuerung über Software, in der dezentralen Steuerung von Anlagen, aber auch in der Kommunikation. Sie sind heute in der Lage, dass Maschinen untereinander kommunizieren. Wenn Sie früher Menschen brauchten, die das vorher programmieren mussten und dann sind Probleme aufgetaucht, die dann erst wieder technisch einzeln gelöst wurden, erfahren Sie das heute viel früher. Die Maschine meldet sich zu Wort, wenn sie merkt, da stimmt etwas nicht und die andere Maschine weiß es auch schon und Sie können das auch noch zentral steuern und insofern ist es, glaube ich, eine große Herausforderung für die Industrie, das zusammenzuführen, aber auch eine Chance, weil man sicherer wird und effektiver wird.